Heute, ihr Lieben, machen wir Spieße im Airfryer. Da schaut's her. Ich lege die einfach da einer drin. Da ist nichts drinnen sonst. Ich habe die mit Öl besprüht. So. Lege es einfach unten rein. Nachher gebe ich Pommes frites dazu. Da legen wir dann das Gitter drauf, da kommen die Pommes frites drauf. Und dann probieren wir das aus, ob da quasi dieses Turmkochen funktioniert. Ich stelle einfach auf Airfryer, gebe aber da ein 18 Minuten. Wir starten das. Und in 4 Minuten, beziehungsweise in dem Fall in 5 Minuten, geben wir dann die Pommes frites dazu. Wir sind gerade in Italien und da wird der Airfryer schon auf dem tiefgekühlten angeführt. Und da gebe ich jetzt die Pommes dazu. Es gäbe hier eine eigene, probieren wir das aus, eine eigene Funktion für die Tiefkühlgerichte. Und zwar ist das das hier. Das werden wir jetzt gleich mal verwenden. 15 Minuten, da haben wir dann 13. Und jetzt machen wir das so, schaut's her. Das ist drinnen schon losgegangen. Wir geben jetzt das Gitter, da legen wir einfach auf die Spitze drauf. Das ist der normale Gittereinsatz. Da legen wir jetzt die Pommes drauf. Ups, nein, Sven. So, schaut's her. Und jetzt arbeiten wir mit der Tiefkühlfunktion. Arbeiten wir jetzt weiter und schauen uns das an, wie das funktioniert. Da steht drauf 13 Minuten. 13 Minuten und 180 Grad. Denn die Frigidrice ad Aria heißt der Airfryer in Italien. 180 Grad, ganz genau. Und das probieren wir jetzt aus. Tiefkühl. Schauen wir mal, wie es wird. Und jetzt schneiden. So, schön knusprig. Ich habe 3 Minuten länger als angegeben worden. 13 Minuten wie angegeben, da hätte ich 200 Grad genommen. Dann hätte das gepasst. So. Schön knusprig, Schatz, was sagst du? Sehr gut. Alles perfekt. Da haben wir genug. Und dann schauen wir unten rein. So, heiß. Da schaut's her. Einmal. Zweimal. Paprika. Schaut's her, das leere jetzt natürlich nicht über die Pommes frites drüber, aber da hat sich auch ein Saft angebildet. So. Und wir haben noch über ein bisschen eine scharfe Soße. Eine Arrabbiata ist mir überblieben. Geben wir noch ein bisschen was drüber. Und schon können wir servieren. Gerne kocht, das Beste ganz einfach. Kocht es noch.